Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Life is Feudal. Wie immer mit dabei, der liebe Brock. Hihi. Schattenwolf. Uh-oh. Dieser Kine. Warum bist du bei mir jetzt wieder grumpy? Weil du es verdienst. Okay. So, Lunax. Hi. Und der liebe Raman Rachmador. Kuckuck. Und noch irgendjemand auf der Spielerliste? Muss ich gleich nochmal nachgucken. Sanitarli. Alter, dieser unterste Name schon, ne? Brock von Zornbold, legendärer Schlechter. Gut, ne? Oder eher Schlachter. Sind wir jetzt eigentlich schon auf Mittwoch, ne? Ja. Jo. Wir sind 123. Mystery Mittwoch. Oder bin ich da jetzt falsch? Nö, müsste richtig sein. Nein, 123 ist korrekt. Oh nein, es wird grau in grau. Könnte es gleich regnen? Das ist doch schön. Gibt's einen Wachstumstick. Nur wenn am nächsten Tag Sonne ist. Scheint noch die Sonne. Also muss ja Sonne, nee, Regen, Sonne abwechselnd sein. Nicht Sonne, genau. Regen. Aber es kommt Wind auf. Mhm, da geht sogar dein Hund. Schmeißt Mehl in die Mühle. Warum? Wenn Wind aufkommt. Wir haben kein Mehl. Und leider kriegen wir auch so schnell keines mehr, weil das Feld ja komplett mit Flachs bebaut ist. Abgesehen davon macht die Mühle aus Mehl kein Mehl mehr. Noch mehligeres Mehl. Es könnte veredelt werden. Ja, feiner. Ekelt vielleicht. Ich denke mal, die Partisane wird keine der Stangenwaffen sein. Oder zählen die Speere mit? Guck mal in die untere Kiste links neben der Schmiede. Ich glaube, da ist einen drin. Vielleicht sollte ich das gucken, bevor ich ein paar Waffen durchschmiede. Ne, eine Partisane ist da noch nicht bei. Die. Warte. Guisame habe ich jetzt auch eben gemacht. Die liegt da jetzt auch. Da haben wir eine. Drin. Hatte ich jetzt dreimal, glaube ich, gesagt, dass wir so eine haben. Hier ist keine drin. Waffenständer. Na toll. Oder Barock hat sie rausgeholt. Nein. Hier ist auch keine drin. Hier wurde geantwortet. Hier wurde geantwortet? Ja, im Logo. Hm. Bin. Hat jemand mal eine Stecknadel?
Ich hätte einen Aalspieß. Nee, ich möchte gerne einfach nur eine Stecknadel. Nee. Weil die möchte ich nämlich gerne runterfallen lassen. Die müsste man nämlich beim Aufschlag hören. Ich war am Tippen, zählt nicht. Kann auch singen, wenn ihr unbedingt aus dem TS raus wollt. Ich singe mit, warte, lass mich kurz die Ukulele greifen. Oh ja! Wie steigere ich denn jetzt Langschwert? Mit dem Langschwert. Mit dem Langschwert, das habe ich in Inventar. Das habe ich gerade gemacht. Hm. Wo bist denn du? Kann ich mir das kurz abholen? Kannst du Lehmgrube? Nein, doch, ich hab's. Nein, kann doch. Ich, oh. Kann ich dir gleich mitbringen? Ja, genau, meint, ich geb's Sulnax in die Hand. Ich könnte ja jetzt wieder einen Spruch vom IHW ablassen, aber ich glaube, das lasse ich lieber. Manche der Dinge sind echt blöd zu greifen im Inventar. Oh ja. Ich hätte noch gerne einen Morgenstern. Hatten wir da nicht schon einen? Nein. Ich guck jetzt erst immer nach. Einen Streitkolben haben wir. Gut, dann mach ich den einen. Sekene kommt gleich auf den Punkt. Alter, das Ding sieht böse aus. Barock, komm mal zu mir. Ach nee, da bist du ja. Wieso rennst du barfuß rum? Was? Ich hab doch Schmiedekleidung an. Nicht wirklich. Hm, dann blockiert der. Ich denke jetzt das. Ihr sucht doch nur Sklaven. Kannst du den schon anlegen? Alter. Willst du ihn ausprobieren? Hau mal zu, bitte nicht auf den Kopf. Ich versuche. Los, kritischer Treffer auf den Kopf. Das geht aber. Ja. 9,3 stumpf. Aber mit dem bin ich auch echt langsam, ey. Musste alle erst skillen. Ab 60, unter 60 bringt das nicht viel. Wer wollte das Langschwert? Den kann ich ab 60 überhaupt erst benutzen. Na, das nenne ich ja mal groß. Kein Handel? Handel. Dankeschön. Ja, Sunny ist derjenige links vom Berg von uns. Besten. Ach, gut. Wo ich letzte oder vorletzte Woche gefunden hatte. Letzte, glaube ich. Dann bin ich einfach mal der Neutrale und ich würde sagen, wir lassen ihn in Ruhe. Ja, na klar. Barock, Salentin, Silkene, Überfalltrupp fertig machen. Ambrus gezogen. Warte, wir sind gerade im Üben. Bitte versuch mich nicht zu treffen. Nein, ja. hau du mich mal. Mit dem Schwert? Ja, willst du sehen, ob du blocken kannst? Ja. Habt ihr schon mal versucht, die Gifte an den Waffen anzubringen? Die was?
Man kann ja auch Gifte erzeugen, Kräuterkunde und so weiter. Habt ihr schon mal versucht, die an den Waffen anzubringen? Nein. Das geht erst. Das ist, da gibt's einen Skill für. Moment. Gab es einen Skill? Ausrüstungswartung 90. Du kannst die Klingen von ausgerüsteten einhändigen Waffen mit Gift bestreichen. Böse. Das hier mal schon. Was braucht man dafür? Ausrüstungswartung. Dafür müssten wir Waffen kaputt schlagen und ich müsste sie reparieren. Okay. Wäre eine Möglichkeit, um gegen Elche klar zu kommen, wa? Weiß nicht, ob das schon drin ist, aber könnte man probieren. Ich kann mal ein paar Waffen machen. Guck mal, ob du irgendwie billige Einhandwaffen bauen kannst. Irgendwas, was kein Leder braucht. Einhandklingenwaffen? Ja, egal. Oder Stand der Einhandwaffen oder Schwerter oder irgendwas? Nein, für Ausrüstungswartung muss ich nur Waffen reparieren. Ach so, das meinst du. Ja. Und irgendwas Billiges und dann gucke ich mal, ob es damit geht oder ob die beschädigt sein müssen. Müsste wahrscheinlich irgendeine Axt oder so gut sein. Irgendwas. Am besten, was kein Seil und kein Leder braucht. Versuch's doch mit einer primitiven Axt erstmal. Das ist keine Waffe. Das ist ein Werkzeug. Leider. Die Kriegsaxt wäre das. Hartholzschwert und Platten. Bau mal eine. Ich guck gleich. Ich guck noch mal kurz weiter. Ansonsten die Stangenwaffen brauchen auch alle nur Hartholzschwert und Platten. Leder sind ja nur die Schwerter, mehr oder weniger. Was ich lustig finde, dass die ein Hartholzscheit brauchen und kein Brett. Ja. Naja, den Stiel schnitzt du ja oft aus Scheiten. Eher als aus einem Brett. Aus einem Scheit? Ja, aus einem Scheit mehrere. Du schnitzt eine 3 Meter Stangenwaffe aus einem 20 Zentimeter Scheit. Respekt. Ja. Ja. Ja, und leimst die Stücken dann zusammen. Pff, Panzertape. Ich hätte da eine kleine Anfrage an die Schmieden. Die ihre Schmiede nicht benutzen dürfen? Doch. Ich bräuchte 20 Metallkomponenten. Kann ich dir gleich machen. Oh, ein bewegliches Ziel. Verfeuerst du jetzt hier gerade die ganzen Bolzen? Ja, macht er. Vor allem die Bolzen, von denen wir nicht mehr so viel haben. Gott, er schießt eine halbe Stunde auf die Scheibe rum und jault jetzt. Mit Pfeilen? Oder hast du gesehen, dass ich eine Armbrust hatte? Ich weiß nicht, ich habe nicht hingeguckt. Weil wir haben 800 Pfeile und 70 Bolzen. Wieso haben wir 800 Pfeile, wenn die keiner benutzt? Zum Skillen. Erstens skill ich damit Bogenbau und zweitens kann man damit super Bogen skillen. Beziehungsweise Armbrust, das ist ja jetzt dasselbe.
Yuka. Kannst du ja abholen. Okay. Gott, wo waren denn jetzt nochmal Bretter? Keine Bretter. In Bäumen. Nein, ich meine jetzt die Bretter. In Bäumen? Keine mehr da. Nein, Bretter. Nicht Brett vom Baum aus, hier Baum gesägt, sondern Bretter. Der Schreiner. Mhm, ich bin's gerade am Suchen. Ach da, hab's. Ich verstehe auch kein Wort, aber wahrscheinlich ist Bretter noch eine Baukomponente, die der Schreiner herstellen kann. Genau. Ach, diese halbierten Dinger, ne? Richtig, Saltin. Heute sehr gut, du bist. Ich verschmelze gleich die Metallkomponenten wieder. Magst du Yoda nicht? Ich Yoda nicht mögen tun. Er schmeckt nicht schlecht. Ja, aber ich schaffe ihn nicht ganz. Bisschen zäh in dem Alter, oder? Ja. Alter, die Axt ist schön schnell. Und geht relativ schnell kaputt. Hält kein Kampf durch, oder was? Ich habe jetzt ein paar Mal draufgeschlagen. Die ist jetzt bei 123, 14 von 126. Bei ein paar Schlägen auf die Übungspuppe. So eine Axt würde ich eigentlich mehr zutrauen. Nein, du sollst nicht mit irgend sowas gegen eine Übungspuppe hauen. Du solltest die Axt kaputt gehabt haben, oder? Nein, ich wollte gucken, ob ich sie auch ganz reparieren, also warten kann. Ja, dafür muss sie beschädigt sein. Pack sie in die Waffenkiste an der Schmiede, kannst du gucken. Sind das, wo hast du die Metallkomponenten hingelegt? Rechtes Fass, wie immer. Linkes, rechtes, 8 Stück. Danke. 8? 20. Ja, passt. N-O-P. Bitte nimm keine 100 der Erde für die Kräutergärten. Warum nicht? Danke, dass du so fein säuberlich in die Aufnahme schreist. Das sollte eigentlich eine Überraschung werden. Und ja, dafür ist die Erde eigentlich gedacht gewesen. Die können wir einfach hoch. Ich habe die Erde extra dafür auch zur Seite gelegt. Natürlich, dafür braucht er die Wetter. Einreißen. Aber ja, ich kann jetzt Kräutergärten herstellen. Ich könnte Barock auch jetzt endlich seinen Bergfried bauen, aber ich werde es nicht machen. Einen großen Stall. Du baust das meiste nicht, was wir haben wollen. Und, aber jetzt mal kurze Frage. Warum soll ich dafür die 100er Erde nicht nehmen? Dafür habe ich die doch extra zur Seite gelegt. Weil die 100er Erde können wir einfach mit Dung in den Kräutergärten wieder hochzüchten. Die Qualität verbessert sich durch den Dung, der drin ist. Da reichen auch die 80er oder 70er oder was wir da haben. Okay. Alter, diese arme Puppe, ne? Also ich weiß nicht, ob die hochgedüngte Erde für Brunnen und sowas auch ist. Wie gesagt, für einen Brunnen, da habe ich ja 100er Erde drunter. Für den neuen in der Stadt. Ja, aber man findet jetzt nicht so einfach mal 100er Erde. Direkt vor der Tür. Also die 100er Erde müsste irgendwo vor der Mauer im Norden sein. Da habe ich die ganze Erde hergekriegt. Irgendwo ist eine sehr präzise Richtungsangabe. Ich weiß. So, haben wir noch Nägel? Wir haben kommt drauf an, wie schnell du die anderen schon verbraucht hast. Da.
Alter, nettes Schwert war. Jo. So, und jetzt bräuchte ich noch gutes Weichholz. Was ist das jetzt? Ist das langsam? Nee, Claymore. Ja, du hast kein Skill dafür. Nee. Huisch. Also Ausrüstungswartung geht nicht. Anscheinend noch nicht beschädigt genug. Kannst du sie mir wiedergeben? Dann verbrauche ich die Stück für Stück noch ein bisschen. Bitte nicht an der Trainingsgruppe. Warum? Weil die davon viel schneller kaputt geht. Wir haben doch genug Material. Übrigens habe ich hier Soundbugs. Ich habe permanent den Sound, wie ich mit der Axt auf das Ding einprüge. Okay, null Ausdauer, ich bin fertig. Ich muss mich mal hinsetzen. Dankeschön. Aber ich mache sowieso erstmal ein Langschwert mit Holz. Außerdem, mich meckerst du an, wenn ich mal mit Stahl auf das Ding einprügel? Barock, der hier die ganze Zeit mit Gläfen steht. Ich hab mich fünfmal angemotzt. Nur bei dem fruchtet das überhaupt nicht. Das ist dem völlig egal. Mir auch. Aber seien wir mal fair. Dir wär's auch egal. Nein. Vor allem, mich wundert, dass du überhaupt in die Baustelle reinschauen konntest. Braucht man dafür nicht 90? Nein, reinschauen braucht man 1. Ah, okay. Na gut, von mir aus hol die 100er Erde wieder raus, die ich reingesetzt habe. Ich hab's ja nicht überschnitten, dann holen wir da 75er rein. Sehr okay, ne? Das war's? Tschüss. Hat er dich geboxt? Nein. Ja. Mit was hast du ihn geboxt? Sekene, mich mit Bogen. Warum? Weil heute schon Donnerstag ist. Ist jemand an der Schmiede? Wir sind immer noch bei Mittwoch, oder nicht? Sind wir? Ist jemand schon an der Schmiede? Im Prinzip ja, aber nicht okay. Gerade bereit, dir zu schmieden. Ja, ich frag bloß, weil sie brennt. Hm. Machst du doch aus. Wo ist jetzt der Mensch? Es ist zu dunkel, ich sehe nichts. Das ist das dumme Gefühl, dass ich gleich wieder einen Pfeil in den Rücken kriege. Du bist doch mal so misstrauisch. Aber ich kann euch sagen, sobald ihr Zimmern auf 90 habt, das auf 100 zu bringen, das ist ein Krampf. Ist doch eigentlich auch nicht nötig. Übrigens, da Sekene mich angeschossen hat und mich gerade schon wieder versucht anzuschießen, könnte mich mal jemand heilen? Ich blute. Wo bist du? Übungspuppe. Wo war hier die Übungspuppe? So, ihr habt jetzt verfügbare Kräutergärten. Wurde auch mal Zeit. Wieso hetzt du mich jetzt schon wieder so? Ich hetz dich doch nicht. Ich hab nur gesagt, dass es Zeit wurde. Dankeschön. Jeremy, brauchst du eine Einführung oder weißt du, wie es geht? Eine Einführung brauche ich generell nicht. aber die Kräutergärten wurden mir schon mal erklärt. Das könnte aber auch noch ein Problem werden, ne? Inwiefern? Die brauchen teilweise 18 Stunden. Real life. Das ist kein Problem. Ach so, ja, stimmt. Spätestens nach dem Server-Neustart sind die durch. Mit dem Server-Neustart werden die resettet. Nein. Wurden sie beim letzten Server? Ja.
wurden meine Wannen jetzt die ganze Zeit auch nicht. Die Wannen kann sein. Aber war das früher auch so, dass die Wannen nicht resettet wurden? Also auf unserem normalen Server hatte Anakin den dann irgendwann mal zurückgesetzt und da habe ich es nie geschafft, meine Kräutergärten durchzuziehen. Das ist ja doof. Suselkene, die 100er Erde ist gerettet worden. Juhu! Boah, ich muss hier tatsächlich mal eben reloggen, ne? Warum? Weil sich zwei Soundbugs mittlerweile überschneiden. Ist doch lustig. Da, ja. Und somit stehen jetzt den Kräutermenschen 4 Kräutergärten zur Verfügung. Damit sollten sie wohl klarkommen. Nein. Und einmal in der Aufnahme insgesamt 20 Kräuter. Also was soll das bringen? Und Kräutergärten, die baut man so im Viereck und davon so 20 Ecken. Aber Hauptsache, wir haben schon mal die ersten. Immer positiv sehen. Und ich bin auch hoch genug, um sie benutzen zu können. Welchen Skill braucht man da? Kräuterkunde auf 60. Yay! Die hast du noch nicht. Doch, natürlich. Deswegen meine ich ja, ich bin hoch genug, um das benutzen zu können. Arbeite mich langsam auf Kräuterkunde 90. Hier. Toll. Ich log ein, Barock prügelt nochmal auf die Puppe ein. Soundbug immer noch da. Ernsthaft? Ja. Yuyuka, also so 20 Kräutergärten wären okay. Es ist so viel gute Erde haben wir nicht. Ja, die kann man ja mit Dung wieder hochzüchten. Ich kann dir maximal noch 3 Kräutergärten anbieten. Mehr hatte ich nicht geplant. Die können auch außerhalb der Stadt stehen. Und außerdem zum Beispiel für Flussmittel ist die Qualität scheißegal. Da kann eine Erde rein. Sei doch nicht gleich schon wieder so aggressiv. Nein, ich will's erklären. Das ist nicht aggressiv. Weil das Flux verarbeiten wir eh und das ist ein kleiner Bruchteil von dem, was in den Stall einfließt. Wie sieht das bei den Schmieden mal aus, 60 Mortel? Ja, Flussmittel. Saldin? Hm? Es wäre soweit. Mhm. Passt mir ganz gut, dann kann ich gleich nochmal ausloggen. Gut, dann, wenn es euch gefallen hat, kennt ihr mittlerweile das Prozedere.
gerne einen Daumen nach oben geben, gerne abonnieren, gerne bei den anderen vorbeischauen, jedenfalls die beiden, die aufnehmen. Und ansonsten, wenn ihr Lust habt mitzuspielen, sind wir jeden Sonntagabend von 18 bis 22 Uhr hier. Ist der Server auch erreichbar, könnt ihr gerne dazukommen. Oder euer eigenes Ding auf dem Server machen, wie ihr das wollt. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao, ciao. Tschö, tschö. Tschüss. Ciao.